Darauf haben die Fans so lange gewartet. Im TV schüttet Peter Klein endlich sein Herz aus. Seit Monaten wird spekuliert, ob Peter Klein und Yvonne Wölke ein Paar sind. Die beiden lernten sich in Australien kennen und verstanden sich auf Anhieb. Seine Ex-Frau Iris unterstellte ihnen sogar eine Affäre. Doch bis heute beteuern Peter und Yvonne, dass sie nur gute Freunde sind. Gemeinsam nehmen sie sogar an der Sendung Wettkampf in vier Wänden teil. Doch plötzlich gesteht Peter seine Gefühle. Peter Klein, mein Herz gehört Yvonne. In der neuen Folge, die schon jetzt bei RTL Plus abrufbar ist, geht es in die finale Runde. Die Paare müssen einen Extraraum und den Flur fertigstellen. Peter und Yvonne geben alles, um am Ende die Nase vorne zu haben. Doch trotz aller Arbeit kommt die Romantik nicht zu kurz. In einer ruhigen Minute schenkt Peter Yvonne ein Armband als Dankeschön für die gemeinsame Zeit. Wer hätte gedacht, dass wir gemeinsam so weit kommen und, dass wir zusammen im Finale stehen, ohne uns zu zerfleischen. Eher das Gegenteil. Wir haben uns viel intensiver kennengelernt als vorher und wissen jetzt, wie der andere tickt. Deshalb dachte ich, ich gebe ihr mal eine Kleinigkeit, dass sie auch sieht, was sie mir bedeutet, schwärmt Peter. Und dann wird er noch deutlicher. Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt. Ich meine, da ging ja auch reichlich durch die Presse und ich mache keinen Hehl daraus. Mein Herz gehört ihr. Und Yvonne, die ist scheinbar nicht abgeneigt. Als die beiden im Bett liegen, sieht es so aus, als ob sie sich unter der Decke küssen. Im Interview deutet die Schauspielerin geheimnisvoll an: Wir gucken, was passiert.